Kannst du mir das mal erklären? Jugendliche Ohren hören diese Frage nicht so gerne. Allzu scharf dringt ein erzieherischer Grundton durch den einfach gestrickten Satz. Liebe Pädagogen, übt doch milde, denn meinem Vertrauen versteht ihr alles, was euch jugendliche Netzbürger und gestandene Redakteure täglich in die Hirnwindungen einpflanzen? Der große Jürgen von Manger, alias Adolf Tegmeier, ging mit seiner Bühnenenkelin Roswitha liebevoll und gewaltfrei um. Was man nicht selber weiß, wusste er zu singen, das muss man sich erklären. Was ist mit der Gitarre passiert? Es gab eine Menge Dinge, die der humoristische Aufklärer Tegmeier in den 70er und 80er Jahren seinem Publikum näher brachte. Via Fernsehen. Das World Wide Web gab es ja noch nicht. Ebenso wenig YouTube oder Smartphones. Und kein Xplainity. Xplainity wurde in Lüneburg geboren. Die Idee von Xplainity, steht auf den Webseiten der Startups zu lesen, wurde im Rahmen des Moving Image Lab des EU-Großprojektes Innovationsinkubator an der Leuphana Universität Lüneburg eingebracht, dort ausgebaut, getestet und in die Praxis übertragen. Für die Online-Öffentlichkeit ist der Xplainity YouTube-Kanal gedacht. Er wird millionenfach besucht, äußerst positiv bewertet und von namhaften Informationsaufbereitern wie der Zeit als Medium genutzt. Um noch einmal den Rentner aus dem Ruhrgebiet mit leicht geänderter Betonung zu zitieren, das muss man sich erklären. Xplainity übernimmt diesen anspruchsvollen Auftrag. Danke. Und folgerichtig geht der zweite Platz in der Kategorie Online des Alternativen Medienpreises in diesem Jahr an die Macherinnen und Macher von Xplainity. Herzlichen Glückwunsch!